Ich wollte Puffis. Imani, klopf mal. Du musst Dollar klopfen. Oh. Na, da alles okay? Alles gut. Nicht mehr klopfen. Was ist das? Das ist ein Geschenk, weil ich gehört habe, du warst sehr artig. Warst du artig? Ja. Magst du springen? Ja. Dann habe ich das perfekte Geschenk. Bist das Hupfen-Ding? Aber du bitte auf. Soll ich aufmachen? Ja. Aber warte, warte. Hier steht, das ist ab 3 Jahre. Oh, no. Imani, wie alt bist du? 7? Das glaube ich nicht. Aber wenn du 7 bist, heißt das, du bist zu groß. Hier steht nur 3 bis 6. Wie alt bist du wirklich? 7. Imani, guck mal, sehr ehrlich, ohne Lügen. Wie alt bist du? 2. Aber das eigentlich ab 3. Mami, egal, bitte. Weißt du was? Wir machen eine Ausnahme. Was denn? Ich erlaube dir jetzt schon damit zu spielen. Aber ey, wenn die Polizei kommt und dich fragt, wie alt du bist, sagst du nicht 2, okay? Ja. Was sagst du? 7. Imani, du musst etwas sagen, was die glauben. Sag 3. Nein. Genau, also wie alt bist du? 3. Imani, nein. Nein, du darfst nicht 2 sagen, weil sonst nimmt dich die Polizei mit. Wohin? Ins Gefängnis. Gefängnis. Weißt du, was das ist? Ich weiß nicht. Warum auf jetzt? Aber du musst mir jetzt die Frage richtig beantworten. Wie alt bist du jetzt? 3. Ja. Richtig. Okay, ich mach auf. Haben wir eine Luftpumpe? Ich muss gucken. Du bist schwanger. Du bleibst sitzen. Ich geh gucken. Wir haben keine Luftpumpe. Kannst du mir helfen? Ja. Imani, ich glaube, Baba geht's nicht gut. Das ist eine Giraffe. Giraffe? Bist du bereit zum Springen? Ja. Let's go. Imani, spring. Ja? Oh. Oh, no. Man merkt, dass sie nicht 3 ist. Imani, ich glaube, du bist zu klein. Da steht ja 3 bis 6, oder? Ja. Ich bin 6. Egal, Lisa, so geht auch. So geht auch, Lisa. Hey. Wo warst du so lange? Schule. Wie läuft das Leben? Gut. Was gibt's Neues? Ich habe mein Zeugnis bekommen. Wie ist dein Zeugnis? Sehr gut. Leute, meine Schule ist so bekannt, weil die ist halt so, in Mathe ist sie richtig gut. Das ist zum Beispiel Gymnasium in Mathe und das ist meine Schule in Mathe. Nur dank dieser Schule weiß ich, was 7x8 ist. Diese Schule ist wie College in Amerika. Ich kann so schnell rechnen. Zeig, wie schnell du rechnen kannst, okay? Stell mir Aufgaben. 6x4. Mal 13. 33. 11 mal 13, du sagst 33? Ja, ist ja richtig. 1 mal 13 ist 3. 10 mal 1? Warte. Aber ich will jetzt nicht über Mathe reden. Mila ist back in den Vlogs. Ja, du tust mir du was, ab dem Land so ein Kar, und am Matten am Latier. Yali, 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 da dum la da. Wir fahren jetzt zur Waschstraße. Wir müssen nämlich Mamas Auto sauber machen, oder? Ja. Here we go! Here we go! Let's go! Let's go! Here we go! Wo waren wir jetzt? Zur Waschanlage. Waschanlage. Ja. Wir sind da! Wir fahren jetzt in die Waschstraße! Oh nein! Ich meine, das ist gut, die machen das Auto sauber! Mann, nicht davon! Jetzt geht's los! Oh no! Du musst keine Angst haben. Die machen unser Auto sauber. Ich habe keine Angst. Du brauchst auch keine Angst zu haben. Die machen das sauber. Hühnerkacke. Hühnerkacke. Oh no. Oh nein. Wir sind fertig. Ich meine, gib Check, wir haben es geschafft. You're so beautiful. Wir sind jetzt Liverpool. Juhu! Juhu!
Leute, wenn ich schnipse, dann ist Mila da. Hello! Mila ist endlich da. Ja! Wir gehen Pancakes essen. Ja! Let's go! Der Laden ist so voll, Leute. Es muss wirklich gut hier sein. Ich bin gespannt. Leute, ein Platz wird frei, ein Platz wird frei. Wir sind jetzt endlich dran. Fluffy Pancakes. Ich liebe Pancakes, deswegen sag ich von mir aus, es ist eine 10 von 10. Wie fandest du das, Imani? Auch lecker. Auch lecker? Du hast eine Magita, meine Welt. Woo! Okay. Let's go! Du eine Magita, meine Welt. Okay! Wie war euer Tag? War gut, Nedir, aber ich bin kaputt. Was? Ey, was mit dir? Imani, stopp mal kurz, stopp mal. Wohin läufst du? In Regen. In Regen? Aber hier regnet es doch nicht. Heute nur ein Parkplatz. Was, Parkplatz? Imani, würde ich mit jemandem sprechen, der Chinesisch spricht, ich würde ihn mehr verstehen. Ey. Jedes Mal dasselbe mit dir in der Garage. Hör auf abzuhauen, ab nach Hause. Imani! Ey, hör auf wegzurennen, Imani! Da! Nein, nicht da. Ich klau deinen Regenschirm. Oh, no! Das ist jetzt mein Regenschirm. Was? Wir müssen jetzt nach Hause. Ich geh sie jetzt holen. Komm her! Dein Training. Gut. Leute, eigentlich muss Imani schon lange schlafen. Warum bist du noch wach? Kannst du mir erklären, warum sie noch wach ist? Sie will klettern. Oh mein Gott, ich bin ein Geschenk. Oh mein Gott, ich bin ein Geschenk? Und ich bin das Klettergerüst. Ich habe keine Zeit. Keine Zeit für was, Imani? Zitter. Keine Zeit zum Klettern? Jetzt habe ich Zitter. Super, aber wann gehen wir schlafen? In 7 Tage. In 7 Tage? Du verstehst nicht. Sie will klettern, um dann eine Arschbombe zu machen. Konzentrier dich. Konzentrier du dich. Bist du bereit? Noch nicht springen, noch nicht. Noch nicht! I believe I can fly. Okay, Luisa, Schlafenszeit. Gute Nacht, Leute, bis morgen. Hey. Imani? Ich bring dich jetzt zu Oma und dann gehe ich zum Arzt, okay? Und dann kommt Mama dich wieder abholen. Natürlich doch. Natürlich doch. Ja. In 29 Tagen ist es einfach soweit. Ja. Wir sehen uns später, okay? Ja. Bis später. Später. Wir haben kein einziges richtiges Foto von Nidai. Vielleicht klappt es ja heute. Er macht immer seine Hände vors Gesicht oder dreht sich weg. So, ich bin jetzt fertig. Wir haben ein Bild von Nidal. Man sieht ihn trotzdem nicht so gut. Aber so sieht er aus. Ich glaube, er wird aussehen wie Nada. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn das so wäre. Imani hat ihre 5 Minuten.
Sind deine 5 Minuten vorbei? Nein, noch nicht. Oh nein, ich oben. Oh no. Sie hat nicht ihre 5 Minuten, sie hat ihre Stunde. Was hat Coco gesagt? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ein Traum ist für mich in Erfüllung gegangen. Kennst du FIFA? Ja. Hast du schon mal FIFA gespielt? Ja. Was ist das? Das ist Bonbon. Ja, das ist ein Bonbon. Aber was ist FIFA? FIFA ist ein Spiel, das kann man spielen. Ja. Ja, so. Ich bin Lucia und ich bin auch dabei. Und ich bin der Baba und ich bin auch dabei. Ich bin Imani. Ich bin auch dabei. Okay, wo fahren wir denn? Wir fahren jetzt zum Mediamarkt. Mediamarkt? Nicht Mehmannmarkt. Mediamarkt. Ich glaube sogar, bei Mediamarkt gibt es manchmal Kuscheltiere. Wenn du Glück hast. Ich bin positiv. Du bist positiv? Ja, wollen wir losfahren? Komm, lass uns losfahren. Luisa. Warum kann sie so gut reden? Ihr Deutsch ist perfekt. Ich meine, bist du bereit? Jetzt fahren wir da hoch. Ja, ich hab Angst. Du hast Angst? Ja, im Berg. Vom Berg? Ja. Du brauchst keine Angst haben. Wir schaffen das. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Angekommen. Luisa, zuallererst brauchen wir das Spiel. Wer es zuerst findet. Ich schwöre, ich. Ich hab's. Leute, was machen wir jetzt? Mila abholen. Ey, Mila meinte, wir sollen hier auf sie warten, aber wo ist sie? Ich weiß nicht. Ey, wo ist sie? Luisa, hast du sie gesehen? Nein. Wow! Mila von The Bronx ist hier. Was ist los mit dir? Nichts. Gib mal her, das Ding hier. Jo, jo, jo. Mila, steig ein. It's Mila time. Und die Chindawis sind dabei. It's Mila time. Und Nada ist dabei. Okay. Mila, ich glaube, du weißt gar nicht, was wir heute machen. Weil hier eine Playstation ist, gehe ich mal davon aus, dass wir heute Playstation spielen. Also ja, wir spielen Playstation, aber es gibt heute was Besonderes. Es geht los. Die Playstation steht. In welchem Land leben wir? In Deutschland. Deutschland. Wir müssen jetzt eine Mannschaft aussuchen. Ich weiß, welche Mannschaft. Hertha BSC. Ha, ho, he. Hertha BSC. Mir wurde gesagt, dass man mich im Spiel auch spielen kann. Luisa, siehst du irgendwo meinen Namen? Da. Da. Ey, aber ich habe noch kein Gesicht. Da steht mein Name. Luisa, du weißt nicht, jeder Junge träumt davon. Mein Traum wird gerade wahr, Leute. Jetzt. Nada Chindawi, Nada Chindawi. Könnte die Führung werden. Aber! Ich traue mich nicht. Wir noch. Er hat eingeschlafen.